So, dann gehen wir mal zu Agathas Haus, ne? Mal sehen, was uns dieses Mal da erwartet von der Schrullen. Tante. Die Schlinge zieht sich zu. Die Polizei ist mir auf der Spur. Die kommen wieder und beim nächsten Mal nehmen sie mich fest. Das stimmt. Agatha ist meine letzte Chance. Sie scheint als Einzige zu verstehen, was mir widerfährt. Ich hoffe nur, sie beantwortet mir diesmal einige Fragen. Ja, hoffentlich. Ich will nicht wieder alle Kerzen anzünden müssen. Und am Ende komme ich an, dass sie ist tot. Das kann auch sein. Man weiß nie. In solchen Spielen weiß man nie. Agatha? Agatha, ich bin's! Lukas! Wer ist da durchs Fenster raus? Hallo? Ich brauche Ihre Personalien, um den Anruf aufzunehmen. Hallo? Die Polizei wird in wenigen Minuten eintreffen. Oh, na toll. Was habe ich gesagt? Agatha. Wo bist du, Agatha? Jetzt meine Fingerabdrücke drauf. Das ist nicht gut. Sie ist tot. Sie wurde umgebracht. Sie konnte mir als Einzige helfen. Sie wusste als Einzige Bescheid. Ja, scheiße, ne? Ich weiß ja nicht, was in der oberen Schublade ist, zum Beispiel. Hänge ich jetzt echt in der Animation der Schublade fest? Ich hänge in der Animation der Schublade fest. So. Jetzt weiß ich jetzt überall, wo was liegt und wo nichts liegt. Okay, die fasse ich jetzt an. Tot. Sie ist tot. Sie wurde umgebracht. Sie konnte mir als Einzige helfen. Sie wusste als Einzige Bescheid. Ja, das weiß ich jetzt auch. Erheblich. Vielleicht hat sie etwas hinterlassen. Oder irgendwo eine Antwort versteckt. Ich muss ganz schnell die Wohnung durchsuchen, bevor die Polizei eintrifft. Ja, ich brauche den Schlüssel für den Schrank im Schlafzimmer. Sagen Sie, wie sieht Ihr Kind aus? Ah ja. Eine alte Spule. Messer. Jetzt bin ich schon besser am Start. Auf einem Regal bringen gar nichts. Weiter. Vielleicht noch irgendwas bei den Vögeln, was ich gesehen habe. Und ich versuche den Schrank aufzubrechen, und wenn das nicht geht, ja dann ciao. Kann ich mich angucken. Hey, diesen Käfig, da steht Papier. Jawohl. Mach den Käfig mal auf. Geil. Nice. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist ein Papier liegt. Hol dir das Papier. Ein Zeitungsartikel aus dem Jahr 1928. Warum wollte Agatha, dass ich das lese? So, aber den hat ja. Okay. Brechen wir ganz schnell noch den Schrank auf. Hoffentlich. Dann hauen wir durchs Fenster ab. Komm nach links zum Schrank, zum Schrank. Der Schrank ist abgeschlossen. Ach, geht nicht, okay.
dann eben. Das war Sarokarte, komm, gibt es Sarokarte. Der Bulle ist vorgefahren. Der Bulle ist vorgefahren. Scheiße, ist auch noch derselbe wie vom letzten Mal. Ich flüchte. Ich bleib doch nicht. Hier ist die Polizei. Ist da jemand? Ja, hier ist niemand. Hey Kevin, ruf den Notarzt. Da liegt jemand am Boden. Hey Kevin! Hallo, keiner da? Tyler? Minus 17 Grad. Du bist heute aber früh dran. Sei so nett und heiz den Ofen vor. Und hol den Champagner aus dem Kühlschrank und schenk schon ein. Ich bin gleich soweit. Okay, Ofen vorheizen. Champagner aus dem Kühlschrank holen. Und Gläser. Ah, die stehen schon auf dem Tisch. Wie praktisch. Hallo, Inspektor Miles. Weißt du, welcher Tag heute ist? Tja, Weihnachten ist vorbei, vielleicht Nationalfeiertag. Wir haben Jahrestag oder so ein Scheiß. Im Sommer. Nee, Geburtstag. Tyler. Okay, okay, Baby. Vor genau 2 Jahren habe ich die Frau meiner Träume kennengelernt. Kannst du Musik anmachen? Ich habe Lust zu tanzen. Alles klar, ich mach Musik an. Ich meine, Carla mag keine Musik, aber die Sam mag Musik, Papa. Mal gucken, ob das auch... Ich musste sie nur noch zusammenfügen, um den Mörder ausfindig zu machen. Auf meinem Tisch lagen alle Indizien von Nazer und Jones und auf Tylers Tisch die vom Restaurant. Der Name des Mörders musste hier irgendwo zu finden sein. Ja, dann suchen wir mal den Namen des Mörders, ne? Irgendwo muss er her sein.
Nein, diese beiden passen nicht zusammen. Alles anders, das hier. Merken. Fortgehen. Weil ich brauche dieses Dokument, was die da eingesteckt hat, diesen Schnipsel. Jawohl. Das passt zusammen. Das Lesezeichen stimmt haargenau mit der Börsennotierung auf Kanes Schreibtisch überein. Er hat es definitiv von diesem Blatt abgerissen. Ja. Damit hätte ich den ersten Beweis. Um sicherzugehen, dass Kane unser Mann ist, brauche ich aber noch einen. Was gibt's? Inspektor Valenti. Hallo, ich bin's, Garrett. Ich wollte dir nur sagen, dass ich dir gerade die Testergebnisse von den Abdrücken auf dem Stift geschickt habe. Dürften schon in deiner Mailbox sein. Super. Danke, Garrett. Ich guck sofort rein. Nice. Das Taxiunternehmen müsste dir die Liste der Fahrziele geschickt haben, die in der Mordnacht von der Straße des Lokals aus angefahren wurden. Dürfte bei dir im Fax liegen. Ja, das brauche ich nicht. Danke. Tschüss, Garrett. Tschüss, Carla. Ich brauche nur die Fingerabdrücke. So. Ja, bitte merkt ihr das? Sich merken. Und hier, die Schnipsel, nein. Ja, ja, jawohl. Und verbinden. Eins ist sicher. Die Abdrücke vom Restaurant und die vom Stift gehören derselben Person. Bingo, bango! Jetzt besteht kein Zweifel mehr. Lucas Kane ist der Mörder. Das muss ich sofort Tyler mitteilen. Taylor? Gang. Taylor? Gang. Okay, ich muss von meinem Telefon aus anrufen wahrscheinlich. Ach, wieder mit dem Jojo. Ach komm, ich spiel ein bisschen mit dem Jojo. Zwar total bekloppt, aber hilft mir beim Nachdenken. Ob ich es noch drauf habe. Oder ein paar neue Tricks dazugekommen sind. Na, es bleibt gleich. Man hat das Gimmick. Klingen. No. Herein? Hey, Carla. Ich sah noch Licht und dachte mir... Ich sag mal kurz Hallo. Servus. Nett von Ihnen, Martin. Abends ist es ruhiger. Da kann ich besser nachdenken. Carla, ich hab da was auf dem Herzen. Schon seit einer Weile. Ich hab den Mörder vom Restaurant wieder gesehen. Er hat im Central Park ein Kind gerettet, das ohne ihn ertrunken wäre. Ja, das ist unerkannt. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Hört sich blöd an, aber... Ich konnte ihn danach einfach nicht festnehmen. Ich glaubte, wir seien ihm was schuldig. Tut mir echt leid. Lassen Sie es gut sein, Martin. Ich hätte vielleicht genauso gehandelt. Ich bin auch noch eine Weile beschäftigt. Muss Berichte tippen. Kommen Sie rüber, wenn Sie Gesellschaft brauchen. Dann bis später. Alles klar. Wenn ich Gesellschaft von Martin brauche, gehe ich zu Martin. Was ich brauche, ist jetzt einen Anruf an Taylor. Agathas Haus.
Hölle? Oh, sag mal nicht, du tötest jetzt wieder jemanden. Da ist Agatha. Ist schon geschlossen. Tut mir leid. Ich brauche nicht lang. Nostra Nachtitlan Quintilen. Alles klar. Castanelli Quintilen. Er ist der Nächste am Start. Wieder dieses Mädchen. Mysteriös. Äußerst mysteriös. Ich habe das letzte Teil des Puzzles gefunden. Jetzt müssen wir nur noch den Mörder festnehmen. Captain Jones hat uns alle Mittel bewilligt. Er kann uns nicht entkommen. Ja, wollen wir mal sehen. Okay, da wären wir. Alle in Position. Verstanden. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt wird erstmal Lukas Wohnung gestürmt. Ist die falsche Richtung? Genau. Ja. Ich gehe zuerst rein. Du deckst mich. Okay. Jo, was zur Hölle geht hier ab? Scheiße. Was ist das denn? Ja, sag ich ja. Vorsicht. Ich check die Türen. Ja, die Wohnung sah vorher nicht so aus. Schlafzimmer scheint leer zu sein. Ist vielleicht drin jemand im Schrank? Ne? Ja, komm, beweg dich mal. Das Fenster ist vergittert? Okay. Was ist denn hier passiert? Badezimmer vielleicht? Ach du Scheiße, was ist denn hier verdammt passiert? Der ist erstmal weg. Was zur Hölle? Er rennt über die Straße. Was soll ich tun, Carla? Ihn stoppen. Wir kommen. Verstanden. Okay. Alles klar. 4 Minuten, bevor die kommen. Geschehen. Jemand ist im Waschsalon gestorben. Ich hab's gesehen, als wäre ich dort gewesen. Agatha ist tot. Er verrät mir nun, was hier gespielt wird. Tun Sie die Hände hoch! Ach du Scheiße. Verdammt, Polizei. Sie haben mich bereits gefunden. Ich werde den Rest meiner Tage im Gefängnis absetzen und nie erfahren, was wirklich geschehen ist. Nein, das lasse ich nicht. Okay, nochmal. Natürlich nimmst du mir dafür Leben weg. Ich sollte mal wirklich Leben finden. Das ist doch sonst scheiße. Oh. Er gönnt sich einfach ein nach Pussli. Stopp oder ich schieße. Eine Bewegung. Ich weiche der Kugel einfach aus. Matrix ist nichts gegen mich. Ja, Digga! Er fliegt einfach 10 Meter. New Yorker Polizei! Die kommen mit Helis und allem. Keine Bewegung! Okay.
wilde Nummer. Was? Wie gescheitert? Und damit endet meine Geschichte. Ich spürte eine seltsame Kraft in mir, aber es gelang mir nicht, sie im richtigen Moment ein... Ey, weil ich nur noch ein Leben habe. Deswegen. Und das ist richtige Scheiße. Das wird jetzt jedes Mal passieren, sobald ich einmal scheitere. Tun Sie die Hände hoch! Ah nein, ich hab zwei. Aber trotzdem, das ist richtige Scheiße. Verdammt, Polizei. Sie haben mich bereits gefunden. Ich werde den Rest meiner Tage im Gefängnis absitzen und nie erfahren, was wirklich geschehen ist. Nein. Das lasse ich nicht. Stopp oder ich schieße! Keine Bewegung! Ey! Ich hab's doch gemacht! Stopp oder ich schieße! Keine Bewegung! New Yorker Polizei! Keine Bewegung! Auf die Plätze! Na komm. Jo, schenk mich einfach an den Heli, Sichi, Diggi. Digga! Übernatürlich as fuck, boy! Okay, ja. Was machen wir denn jetzt? Dann packe ich Lukas Wohnung noch mit rein auf das andere Video. Ach du Scheiße. Was war denn das da?